you know I saw it. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner kleinen Inner Glow-Up-Reihe. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin irgendwie richtig im Dschungel drin. Ich weiß nicht, wieso die Pflanze hier so nah ist. Ich habe mir es gerade gemütlich gemacht. Und dies, The Comfort Book, wollte das ein bisschen mehr priorisieren. Ich höre ja auch gerade Hörbücher wieder und versuche gerade so ein bisschen, ja, ich finde, Lesen, ich habe es euch schon total oft gesagt, ist für mich einfach so. Das bringt mir so viel und deswegen fühle ich mich innerlich sehr, sehr gut, wenn ich das mache. Und heute habe ich gerade darüber gelesen, ich habe euch die Stelle auch nochmal in Close-Up reingemacht, dass man als Mensch immer versucht, diese Unordnung zu vermeiden, die vielleicht innerlich in einem ist oder die, ich weiß nicht, die man manchmal einfach hat, wenn man sich so verloren fühlt oder wenn man sich einfach so messy fühlt. Kennt ihr das? Ich hatte das zum Beispiel, wo eben durch die Trennung hat man quasi, man trennt sich ja nicht nur von der Person, sondern auch von der Zukunft mit, die man sich ausgemalt hat. Und dann ist auf einmal das Leben so richtig durcheinander. Und man versucht sich dann irgendwie so abzulenken. Und was die Textpassage ausgesagt hat, was mir persönlich gerade irgendwie total weitergeholfen hat, dass es völlig okay ist, wenn das Leben mal durcheinander ist und wenn es so messy ist. Weil das bedeutet, dass man am Leben ist und es kann nicht immer alles perfekt laufen. Und irgendwie habe ich da so ein paar komische Glaubenssätze in mir, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss perfekt sein und ich muss auch immer, es muss immer alles so ordentlich sein und so. Und dass es aber völlig okay ist, war gerade irgendwie gut zu lesen. Die Wohnung ist aber richtig gut aufgeräumt und ich fühle mich gerade richtig wohl. Und das versuche ich jetzt auch beizubehalten. Generell bin ich irgendwie diese Woche richtig gut gelaunt, in einem richtig guten Mindset auch drin. Also ich weiß nicht, irgendwie priorisiere ich gerade die richtigen Dinge, die richtigen Menschen, mache das, was mir gut tut und das lässt mich gerade einfach so gut fühlen. Und heute habe ich auch einen richtig tollen Tag vor mir. Habe ich heute alle meine Hobbys und ich gehe heute tanzen. Am Abend habe ich Heels und Hip-Hop. Dann habe ich heute singen und dann gehe ich jetzt ins Fitnessstudio Oberkörper trainieren. Da freue ich mich auch sehr darauf. Ich trinke gerade noch meinen Kaffee und lese das zu Ende. Dann schminke ich mich, glaube ich, und dann gehe ich ins Fitnessstudio, weil bei Oberkörper schwitze ich jetzt nicht wirklich. Das ist nur halt anstrengend, aber genau. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich Rusty Ray on her shoulder, I was cleaning. Ich habe mir so ein Protein, so eine Protein-Topfen-Creme Pfirsich-Maracuja geholt und ich würde sagen, wir machen zusammen einen Taste-Test. Topfen bedeutet übrigens in Österreich Quark. Ich glaube, ich mache mir dann noch so ein paar Toppings rein. Mhm. Probieren wir mal. Mhm. Oha, richtig gut. Ich mache mir dann noch ein bisschen Müsli rein. Ich gehe jetzt ins Gym, Oberkörper trainieren und ja, ich freue mich sehr darauf. Ich habe mir übrigens gestern diese Sonnenbrille gekauft und ich glaube, die ist ein bisschen schief, aber irgendwie ist ein Vibe, oder? I don't know. Auf jeden Fall gehe ich jetzt los. Life goes up and it goes down. I figured why we fool around. So little.
keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends and Training heute war richtig gut. Es war total viel los, was mich gewundert hat, weil es ist heute Mittwoch, 11 Uhr. Hat mich gewundert. Ich war jetzt danach kurz beim DM und habe so ein paar Haushaltssachen gekauft. Das einzige Interessante ist die Hafermilch, weil ich wieder so ein Hafer... Nee, das ist gar keine Hafermilch. Das ist ein Vanillegeschmack. Alpro-Milch. Und da mache ich immer meinen Chia-Pudding. Also einfach das hier und Chiasamen über Nacht und dann ist es ein Chia-Pudding am nächsten Tag und der schmeckt richtig nice, liebe ich total. Und jetzt habe ich mir was gekocht und zwar die Nudeln von gestern. Richtig nice mit Burrata und Rucola, das Beste. Hier ist es heute ausgefallen, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit, was ich nicht schlecht finde. Ich hatte noch Gesangsunterricht eben, aber jetzt esse ich mal und dann kann ich noch ein bisschen worken. Yay! Ich starte jetzt los zum Singen. Das ist mein Outfit. Irgendwie mag ich das heute. Ja. Tell me what you want with me. Is it just some rest to me? Escape from the world, then let's escape the world. Am I in the high of you, bouncing? There's a house we can build, everyone in this world, with things from far away. Special things. Könnt ihr mich so ernst nehmen? Ja, oder? Ja, geht schon. Passend zu der Videoreihe wollte ich nämlich das Thema, eines der wichtigsten Themen ansprechen, beziehungsweise an dem ich schon richtig, richtig krass arbeite. Wie man seine eigene beste Freundin wird, beziehungsweise wie man seine eigene Gesellschaft zu schätzen lernt. Weil ich finde, einen inneren Glow-up bekommt man vor allem dann, wenn man sich selber mag. Und das ist vielleicht am Anfang schwer, wenn man das noch nicht so gewohnt ist, viel Zeit mit sich selber zu verbringen oder wenn es einem schwer fällt. Und das ist auch vollkommen okay. Aber man kann es lernen. Man kann lernen, mit sich selber eine schöne Zeit zu haben und sich vor allem auch darauf zu freuen, Zeit mit sich selber zu verbringen. Ich zum Beispiel, ich hatte auch immer so ein bisschen Angst davor, Zeit mit mir alleine zu verbringen, weil ich dann alleine mit meinen Gedanken war, ich mir gedacht habe, ich verpasse etwas. Ich einfach den Sinn nicht dahinter gesehen habe, mit mir selber Zeit zu verbringen. Und in Australien, ich bringe immer wieder Australien zurück, aber ich war ja einen Monat alleine in Australien und habe da das erste Mal so richtig gelernt, was es bedeutet, mit sich selber allein zu sein. Und vor allem hab ich auch gelernt, was es bedeutet, sich darauf zu freuen, Zeit mit sich selber zu verbringen. Und jetzt sehe ich das auch ganz anders, wenn ich... Ich hoffe, die Baustelle stört uns jetzt nicht. Es ist gerade irgendwie ein bisschen laut. Da habe ich das erste Mal so richtig gelernt, was es bedeutet, sich selber zu genügen und nichts anderes zu brauchen, niemand anderen zu brauchen, sondern sich selber genug zu fühlen. Und das ist irgendwie so ein tolles Gefühl, weil man erstens auf niemanden angewiesen ist und zweitens wirklich darauf achtet, mit wem man Zeit verbringt, weil man ja schon für sich selber genug ist. Und jeder, der dann in dein Leben kommt und mit dir Zeit verbringen möchte, ist so ein Add-on, den man aber sonst nicht braucht, weil man so im Reinen mit sich selber ist, dass man auch komplett alleine klarkommen kann.
Und das ist mega, mega schön und mega, mega toll. Das ist wirklich eines der schönsten Dinge, die ich jemals erlebt habe, was die Beziehung mit mir selber betrifft. Einfach dieses, ich genüge mir, ich bin komplett genug, so wie ich bin. Ich brauche niemand anderen. Es ist schön, andere Menschen in meinem Leben zu haben, aber ich selber bin gut für mich und ich genüge mir. Und das ist so ein tolles Gefühl. Paulina und ich haben gerade mal auf unserem Podcast Heart to Heart eine Folge über, wie du deine eigene beste Freundin wirst, raufgeladen. Da könnt ihr auch super gerne vorbeihören. Da haben wir wirklich, glaube ich, 40, 50 Minuten über das Thema gesprochen. Ich wollte jetzt aber trotzdem in der Folge kurz nochmal so ein paar Gedanken dazu teilen. Da bekommt ihr wirklich ganz, ganz viele Tipps, wie man seine eigene beste Freundin wird, wie man die Zeit mit sich selber so richtig romantisieren kann. Und genau, also hört euch das sehr, sehr gerne an, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert. Und ich habe auch eine kleine Aufgabe für euch und für mich. Und zwar, wenn ihr jetzt einen Menschen vor euch habt, muss nicht eure beste Freundin oder euer bester Freund sein oder einfach eine gute Freundin, ein guter Freund oder eure Schwester, euren Bruder, irgendeinen Menschen, den ihr so richtig, richtig liebt. Und überlegt euch mal, was ihr macht, um den Menschen eine Freude zu bereiten. Ob das jetzt vielleicht ist, dass ihr den liebe Nachricht schreibt oder dass ihr mit dem Zweisamkeit verbringt, also auf ein Café-Date geht oder dass ihr ein kleines Geschenk macht. Überlegt euch mal, wie die Person euch eine Freude bereiten kann. Seid ihr eher die Menschen, die sich freuen, dass ihr Zweisamkeit habt, also dass ihr auf ein Café-Date geht mit der Person, oder mögt ihr es vielleicht, Blumengeschenk zu bekommen oder eine Textnachricht, wo drin steht, dass die Person stolz auf euch ist? Was erfüllt euch und was ist eure Sprache der Liebe? Also wo empfangt ihr oder spürt ihr die Liebe am allermeisten? Okay, dass du immer, wenn du down warst, dich selber wieder aufgefangen hast und trotzdem weitergemacht hast, dann schreibt euch vielleicht auf eure Notizen oder auf der Journal-App einfach so einen Text für euch. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich habe so einen kleinen Text geschrieben, wo ich mir selber, das war in Australien, wo ich mir selber einfach gedankt habe für das, dass ich das mache, für das, dass ich immer durchgezogen habe. Oder ihr kauft euch Blumen, macht euch irgendwie eine Freude, was ihr zum Beispiel eurer besten Freundin machen würdet, macht es aber euch. Ich zum Beispiel, ich kaufe mir total oft Blumen in letzter Zeit, weil mir Blumen richtig viel Freude bereiten und weil ich mich einfach irgendwie dann richtig geliebt von mir fühle, wenn ich mir Blumen kaufe. Deswegen mache ich das. Ich schreibe mir aber auch Briefe. Ich gehe auf Solo-Dates. Genau, und das ist die Aufgabe des heutigen Videos. Macht euch selbst eine Freude und schreibt es dann in die Kommentare, damit ihr das auch wirklich durchzieht. Und ihr werdet sehen, es bringt irgendwie so viel, wenn man sich selber sowas, so eine kleine Aufmerksamkeit macht. Ich mache mich jetzt fertig und ich habe heute tatsächlich vor, auf ein Solo-Coffee-Date zu gehen. Und zwar gehe ich in die Stadt und ich habe heute richtig viel zu tun am Laptop und werde da mich einfach in einen Café setzen und das dann machen. Und ich freue mich sehr darauf. Ich war heute auf Mission, und zwar ein Outfit für morgen zu finden. Und ich habe es gefunden. Ich zeige es euch dann. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, weil ich gleich eine Podcast-Aufnahme habe mit Pauline. Freue ich mich richtig darauf. Und dann habe ich heute auch noch was vor. Und zwar, ich wollte ein bisschen sozialer sein und ein bisschen mehr rausgehen, raus aus meiner Comfortzone gehen. Und ich gehe heute auf eine Disco. Könnt ihr das glauben? Auf eine Silent Disco mit meinen zwei besten Freundinnen. Und ja, ich freue mich so sehr. Ich glaube, entweder es wird so, dass ich mir denke so, well, und ich möchte nach einer Stunde wieder nach Hause. Oder es wird richtig nice. Und ich glaube, es wird richtig nice. Ich glaube, es wird toll.
Ja, ich glaube schon. Und freue mich jetzt richtig, gleich mit Pauline zu quatschen. Falls ihr unseren Podcast nicht hört, hört gerne mal rein. Heart to Heart heißt der. Ja. Das ist mein Outfit. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin ein bisschen lost, aber das Oberteil ist von Hollister, die Bauchkette ist von Bershka, die Hose ist von Australien und der Cardigan ist, ich glaube, von, ich bin mir nicht sicher. H&M aber schon ein bisschen älter. Genau. Das ist jetzt mein Outfit. Ich hoffe, das ist halbwegs okay. Ja. Ich mache mir jetzt nicht zu viele Gedanken und gehe einfach. Good morning! Ich habe keine Hafermilch mehr, möchte meine Mozartlocken nicht aufmachen, weil meine Locken sonst, also ich möchte, dass sie ein bisschen besser halten. Und deswegen gehe ich jetzt so in den Supermarkt. Ja, let's go! Werde ich das erste Mal in meinem Leben den Rasen mähen? Ich habe euch ja erzählt, ich bin nicht diejenige mit dem grünen Daumen gewesen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich gehe jetzt mit der Mozartfrisur raus den Rasen mähen. Soweit ist es jetzt schon gekommen. Aber ich mache das jetzt und ich glaube, ich mache das jetzt und schaue einfach, wie ich das hinkriege. Wir hatten jetzt Generalprobe. Das lief eigentlich ganz gut. Und Soundcheck. Ich weiß nicht ganz, was ich anziehen soll. Maybe das. Oder ein weißes Oberteil. Want the good, want the bad, all the feelings. Want you happy and sad in between. If there's one thing I truly wahrscheinlich. Good morning, Leute. Ich glaube, wir brauchen einen fetten Recap, weil ich habe gestern super wenig die Kamera ausgepackt, weil ich immer, also bei Tanzauftritten, da habe ich ja schon ganz oft so Vlogs draus gemacht, aber bei Singauftritten bin ich immer noch so, das ist noch so krass außerhalb meiner Comfortzone, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen auf mich konzentrieren muss. Ich habe euch, glaube ich, hoffentlich einige Szenen eingeblendet. Ich muss sagen, es ist immer doof zu sagen danach so, es hätte besser klingen können, weil ich bin trotzdem extrem stolz auf mich. Also ich bin einfach nur der Gedanke, dass ich auftrete und das vor ganz vielen Menschen mache, was ich nie vor anderen Leuten mich gewagt habe. Also ich habe nie vor anderen Leuten gesungen, weil ich mich irgendwie so dafür geschämt habe. Ich weiß nicht wieso, ich wusste nie, dass ich singen kann. Ich wusste nie, dass ich ein Talent habe. Keine Ahnung. Jetzt kann ich auch hören, dass manche Sachen gut klingen, aber ich bin immer noch richtig unsicher. Also so nach und nach dazu, dass ich so sehe, was ich kann und dass ich mehr aus mir rauskomme. Und es ist immer noch so ein krass langer Prozess. Aber ich bin wirklich stolz auf mich, wie weit ich jetzt gekommen bin. Und ich habe ein paar Nachrichten bekommen, was super lieb war, dass ihr stolz auf mich seid. Und manche sind ja auch schon seit Anfang an vorbei. Die haben mitbekommen, wie ich ganz schüchtern im Badezimmer gesungen habe. Und mache ich auch heute noch. Aber einfach jetzt zu sehen, dass ich auf der Bühne stehe und singen kann und Spaß dran habe, ist einfach echt richtig cool. Und ich habe auch echt ein paar Nachrichten bekommen, die gemeint haben, sie wünschten, sie würden das auch können oder sie wünschten, sie würden sich das auch trauen. Und da möchte ich euch sagen, das für mich so eine Überwindung ist, wirklich. Es braucht jede Zelle von meinem Körper. Ich kratze mal den ganzen Mut zusammen, um das zu machen. Das fällt mir absolut nicht einfach. Und ich möchte euch damit wirklich zeigen, jeder von euch kann sich das trauen, weil ich bin die schüchterne Maus, die sich nie getraut hat. Und ich möchte euch damit zeigen, so, ihr könnt immer mit allem starten, egal was ihr jetzt denkt und was in eurem Hinterkopf ist, was ihr euch vielleicht noch nie in eurem Leben getraut habt. Ihr könnt das jetzt anfangen, weil ich habe mich auch irgendwann einfach dafür entschieden, so, okay, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Und ich schaue einfach, dass ich meine Träume wahr werden lasse
Und ich muss mich jedes Mal überwinden und es ist nie einfach, aber es lohnt sich so sehr, weil im Endeffekt hat man nur dieses eine Leben, diese eine Chance, seine inneren Träume wahr werden zu lassen. Und egal, wie stark man denkt, so man kann sich nie überwinden oder man hat nie den Mut dazu, doch habt ihr und ihr könnt es euch beweisen. Und genau das möchte ich irgendwie euch weitergeben, indem ich das Ganze teile und indem ich euch da so ein bisschen mithaben lasse, auch bei meiner Sing-Journey. Weil, ich einfach auch andere Leute dazu motivieren möchte, weil ich weiß, wie krass schwer das ist und ich weiß auch, wie schmerzhaft das ist, wenn man sich selber zurückhält und wenn man so innerlich brennt, also so dieses, ich möchte das unbedingt, aber das nie nach außen hin zeigt. Und das kenne ich so gut und das möchte ich, dass ihr das nach außen tragt, dass ihr eure Leidenschaft nach außen tragt. Und ja, genau, so viel dazu. Also wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin sehr stolz auf mich. Ich bin nicht mit allem 100% zufrieden. Ich hätte manchmal noch mehr rausholen können, aber es ist eine Lernkurve und das nächste Mal weiß ich auf jeden Fall vielleicht, was ich besser machen kann. Und das ist auch das Schöne daran, dass man immer dazu lernt. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist vielleicht, dass man nicht immer, dass man sieht, was man besser machen kann und das dann einfach das nächste Mal umsetzt. Und ja, aber es war eine krasse Erfahrung für mich. Und was ich auch noch sagen möchte, es sind einfach 3 Freundinnen von mir gekommen und auch meine Nichte und meine Schwägerin. Und ich habe zu jedem gesagt, Leute, kommt nicht. Ich weiß nicht, wie gut ich da bin oder ich weiß nicht, ob ich mich da freuen kann, wenn ihr kommt, weil das für mich so eine krasse Überwindung ist. Und trotzdem sind sie gekommen und auch eine Freundin ist extra von Wien gekommen. Und ich habe das dann so geschätzt, weil das hat mich so gefreut und ja, wollte ich einfach ganz kurz appreciaten. Ich habe auch Blumen bekommen von meinen Freundinnen und es war einfach so schön, die dabei zu haben. Und ich schätze einfach die Menschen in meinem Leben aktuell generell so sehr und ich möchte das viel mehr zu schätzen wissen. Genau, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich habe ein bisschen, mein Weisheitszahn ist ein bisschen geschwollen. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich gerade so richtig, gerade auf der Seite. Ich habe halt ein bisschen so Druck auf dem Weisheitszahn, richtig nervig. Ich glaube, ich muss beim Zahnarzt mal anrufen und das checken lassen. Ich hasse sowas, aber muss auch gemacht werden. Der Vlog war sehr außerhalb meiner Comfortzone. Ich habe mir auch vorgenommen für diese Inner Glow-Up-Reihe, dass wir uns selber so ein bisschen appreciaten und unseren Fortschritt so ein bisschen dokumentieren oder uns überlegen, was habe ich diese Woche so geschafft, wo habe ich mich überwunden. Und da heute Sonntag ist, ist das der perfekte Zeitpunkt. Weil ich habe diese Woche irgendwie, wenn ich so ein bisschen reflektiere, total viel gemacht, was ich früher mich nie getraut hätte. Ich war alleine in einem Café. Ich bin einfach alleine losgelaufen und hab mir einen richtig schönen Tag gemacht. Und ich habe mich so richtig darauf gefreut, einen Tag mit mir selber zu verbringen. Und das hatte ich früher nie. Ich hatte früher immer so eine Leere in mir, wenn ich was alleine oder wenn ich Zeit hatte, wo nur ich selber da war, sage ich mal. Und das ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn ich jetzt mich so richtig drauf freue. Ich war in einem Park, ich war Kaffee trinken und Kuchen essen alleine. Ich habe Rasen gemäht, was jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ist. So einfach Verantwortung für mich übernommen und für meine Umgebung. Darauf bin ich sehr stolz. Natürlich für den Sing-Auftritt, da bin ich sehr stolz. Und was ich, glaube ich, gar nicht hier so gesagt habe oder gar nicht so viel drüber gesprochen habe, aber ich war zum Beispiel auch noch, jetzt nicht feiern, aber ich war mit meinen Freundinnen danach noch weg, nach dem Sing-Auftritt gestern. Und das habe ich früher auch nicht gemacht, weil ich immer mich so ein bisschen gezwungen habe, früh nach Hause zu gehen, damit ich in meiner Routine drin bleibe. Und ich bin gerade auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich einfach so lockerer werde und einfach so das Leben genieße. Und darauf bin ich irgendwie total stolz. Und ja, das sind jetzt so die Sachen, worauf ich diese Woche besonders stolz bin. Und ich möchte, dass ihr euch auch Sachen überlegt, worauf ihr stolz seid und einfach mal so richtig kurz den Moment festhaltet und euch überlegt, was habe ich diese Woche eigentlich geschafft, was ich mir nie gedacht hätte oder was mich Überwindung gekostet hat oder egal was es ist, egal was für eine Kleinigkeit, es ist nie eine Kleinigkeit, wenn man sich für etwas überwinden muss oder wenn man etwas durchgezogen hat. Also seid ruhig mal stolz auf euch
Und ja, ich würde auch hier den Vlog beenden. Ich hoffe, Episode 2 hat euch auch gefallen. Ich freue mich auf die nächsten Teile. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir hören uns das nächste Mal und sehen uns das nächste Mal. Bye!